Ich bin in den letzten Wochen auf eine neue Community gestoßen. Männer, die sagen, sie sind super straight. Das heißt, sie daten kategorisch keine Transfrauen, sondern nur Frauen, die schon bei Geburt dieses Geschlecht hatten. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist etwas so, das wird eine Blockade in mir auslösen. Für mich ist das dann halt trotzdem so, als wäre das ein Mann. Eigentlich ja Privatsache, aber da ist eben eine echte Bewegung entstanden. Mit eigenen Hashtags, einer Flagge und Männern, die sogar ihr Coming Out als super straight feiern. Ich verstehe nicht, warum es eine Bewegung braucht, nur um mir abzusprechen, dass ich eine Frau bin. Super straight ist für mich als Bewegung transphob, ganz klar. Und die super straight Bewegung steht auch im Verdacht, Verbindungen zu radikalen Rechten zu haben. Was also steckt hinter der super straight Bewegung? Since straight people or straight men is myself, I get called transphobic because I wouldn't date a trans woman. You know, they're like, would you date a trans woman? I'm like, no, why? That's a female. No, like, that's not a real woman to me. Like, I want a real woman. No, you're just transphobic. So now, I'm super straight. Das scheint alles losgegangen zu sein mit diesem TikTok-Video. Der hat sich diesen Begriff quasi überlegt als Steigerung von Heterosexualität. Und seitdem geistert das durchs Internet. Ich finde, wen man daten will, ist absolute Privatsache. Nur wofür braucht man dann diese Bewegung? Um das besser zu verstehen, will ich einen super straighten Mann treffen. Wahnsinn, es gibt sogar so Merch-Shops, wo man Pullis, T-Shirts, sogar Corona-Schutzmasken mit dem super straight Logo kaufen kann. Und tatsächlich auch Flaggen, die in den Farben von super straight sind, die offensichtlich orange und schwarz sind. Und es gibt auch ein Logo tatsächlich, so sieht es aus, also die Symbole für die beiden Geschlechter miteinander verbunden. Mich erinnert das alles halt total an die Symbolik der LGBTQ-Bewegung. Und tatsächlich haben sich offensichtlich einige Superstraighter auch die Mühe gemacht und die LGBTQ-Flagge ergänzt. Hier dann halt orange und schwarz die Farben der Superstraight-Bewegung. Es scheint ja so zu sein, dass ich einige super straighte Männer offensichtlich als Teil der queeren Community fühlen. Und Transpersonen nicht daten zu wollen, das gibt's nicht nur bei heterosexuellen Männern. Homosexuelle Männer benutzen dafür das Wort super gay. Ganz viel Berichterstattung dreht sich auch um die Frage, inwiefern es Verbindungen aus der super straight Bewegung zu Rechtsradikalen gibt. Was man auf jeden Fall im Netz findet, sind Dinge wie das hier. Das Symbol der Waffen-SS aus dem Dritten Reich in Verbindung mit den Farben und den Symbolen der Super Straight Bewegung. Was es mit den rechten Verbindungen wirklich auf sich hat, darum kümmere ich mich noch. Ich habe ja verschiedene Typen angeschrieben, die sich im Netz zum Thema Super Straight äußern. Unter anderem auch Armin, mit dem bin ich jetzt hier in Lippstadt verabredet. Der hat hier eine Lasertech-Halle, macht aber auch ganz viel auf TikTok und Twitch und hat da eine ziemlich klare Haltung zu dem Thema Super Straight. Er sagt, ich würde auf gar keinen Fall Transfrauen daten. Hi, hallo. Tim von Reporter, das ist Julia. Hi. Hi, ich mach mal hier die Corona. So? Yo. Okay, alles klar. Das ist Julia. Sollen wir direkt durchgehen? Ja. Willst du mich einmal durchführen? Cool. Hier drin ist dann halt eben auch laut Musik, ja, ja, klar. Nebel verteilt und dann ist volle Action. Wenn du sagst, du stehst nur auf biologisch geborene Frauen, das heißt, du könntest dir nur was vorstellen mit denen, es geht um Sex und Partnerschaft. Ich habe keine Erfahrung gemacht im Sinne von mit Transfrauen, körperlichen Kontakt oder irgendwas. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist etwas so, das wird eine Blockade in mir auslösen. Für mich ist das dann halt trotzdem so, als wäre das ein Mann. Ja. Es war mal ein Mann. Es wird für mich biologisch gesehen immer ein Mann sein. Jetzt argumentieren viele halt damit so irgendwie, ja, sie kann nicht schwanger werden. Es geht halt weit darüber hinaus. Jede Zelle in diesem Körper ist immer noch männlich. Die Gehirnstruktur ist männlich. Wenn diese Person jetzt irgendwo eine Straftat begeht und hinterlässt DNA-Spuren, wird man automatisch nach einem Mann suchen und nicht nach einer Frau. Warum braucht es überhaupt so eine große Bewegung für etwas, was ja eigentlich die Norm ist? Ich glaube, diese Bewegung wurde erst so groß, wo viele Jungs eben angefangen haben, Videos zu machen, um zu sagen, ey, nur weil ich keine Transfrau daten würde, heißt das nicht, dass ich die verachte oder hasse oder die auf der Straße irgendwie anpöbeln würde, sodass ich möchte das einfach nicht. Und deswegen bin ich doch noch lange nicht transphob. Ich muss nicht gegen etwas sein, nur weil ich nicht für etwas bin. Das ist jetzt so, als würde ich sagen, okay, dann hast du was gegen Frauen. Mhm. So. Wieso datest du sie nicht? So ist das auch so für mich. So verstehst du diesen genau, Vorwurf. Genau, so verstehe ich diesen Vorwurf dann. Ich verstehe den Vorwurf tatsächlich anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Vorwurf
sozusagen an das persönliche Datingverhalten geht. Die Frage ist halt dieses einer Transfrau absprechen, dass sie eine vollkommene Frau ist. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich schwierig. Ich kann es Ihnen natürlich nicht komplett absprechen, ich kann es Ihnen aber auch nicht komplett zusprechen. Ich habe tatsächlich in der Recherche auch immer wieder von der Debatte gelesen, so wie rechts ist super straight eigentlich. Und es gibt ja auch unter anderem dieses Symbol. Ne? Ich habe das erst im Nachhinein irgendwie in den Kommentaren gelesen. Jetzt hat man etwas gefunden, womit man versucht, das so ein bisschen niederzuschmettern. Jeder, der so ein bisschen weiter guckt oder das mal recherchiert, wäre da schnell drauf gekommen. Aber das war so der Hauptgrund für viele, da zu sagen, ja, ihr unterstützt Nazis und Co. Das ist für mich erstmal so, what? Ich habe so das Gefühl, du nimmst da sehr viele so Missverständnisse in der Kommunikation beim Thema Super Straight wahr. Ich möchte in diesem Video natürlich auch noch mit einer Transfrau sprechen und mir anhören, was sagt eigentlich die Trans-Community zu dem Thema. Ja. Ich fände es aber auch cool, wenn wir beide gemeinsam ein Gespräch mit einer Transfrau hinbekommen und einfach versuchen, mal so Fragen zu klären, die vielleicht noch offen sind bei dem Thema. Klar. Dann würde ich mich darum kümmern und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Gerne. Wir machen hier im Kanal ja ganz oft Filme zum Thema Transidentität. Wenn euch das Thema interessiert, dann klickt unbedingt auf Abonnieren, dann verpasst ihr keins der neuen Videos. Ja, mir kreisen Armins Worte echt noch so durch den Kopf, weil ich habe ihn tatsächlich im Netz in seinen Videos deutlich kontroverser, deutlich stärker in seiner Meinung wahrgenommen. Er hat mir jetzt wirklich auch gut erklärt, dass es ihm vor allem um seine eigenen Präferenzen geht. Und das ist halt jedem selbst überlassen, das ist völlig klar. Was ich auch spannend finde, und das hat mich ja in der Recherche anfangs auch schon so stark beschäftigt, wo kommt diese Bewegung eigentlich her, warum hat die sich gegründet? Da hat er seine eigenen Theorien zu, die Frage möchte ich aber trotzdem noch weiter verfolgen. Und dafür habe ich Marlene Hoffmann kontaktiert. Die ist Soziologin von der TU Chemnitz und beschäftigt sich mit dem Phänomen. Und ich habe sie um eine Einschätzung gebeten, vor allem erstmal zu der Frage, diese Verbindung zur rechten Strömung, gibt es die wirklich bei Super Straight? Super Straight wurde durch die alternative Rechte ganz massiv gepusht. Und Super Straight war insbesondere anschlussfähig für die alternative Rechte, da Super Straight schon im Modus der alternativen Rechten operiert hat. Denn wie funktioniert dieser Modus? Man entzieht sich einem Diskriminierungsvorwurf, indem man sich selbst zu einer bedrohten und schützenswerten Minderheit stilisiert. Und somit also den Diskriminierungsvorwurf umkehrt. Okay, also Super Straight ist nicht von Rechten erfunden, aber von ihnen gekapert worden. Und die Idee von Super Straight passt zur ohnehin verbreiteten Transfeindlichkeit in rechten Kreisen. Also die Bewegung hat an der Stelle tatsächlich ein Problem. Ich habe in der Recherche immer wieder festgestellt, dass das Thema Dating für Transmenschen total belastend sein kann. Und deswegen haben wir euch gefragt, was da eure persönlichen Erfahrungen sind. Und ich bin ehrlich gesagt total überrascht von den vielen Reaktionen. Über 900 Kommentare und ganz viele persönliche Geschichten habt ihr uns zugeschickt. Und einige davon möchte ich ganz gerne mit euch teilen. Sanna zum Beispiel hat mir das hier geschrieben. Beim letzten Date war es so, dass er zu mir gemeint hat, ja, also Beziehung kann ich mir mit sowas nicht vorstellen, aber ich kann ja trotzdem mal abends vorbeikommen, aber bitte mit Kapuze und erst, wenn es komplett dunkel ist, dass mich niemand sieht. Ich bin kommentarlos aufgestanden und gegangen. Beim Weggehen hat er mich noch wüst beschimpft. Dann wurde gesprochen von, ja, man sei doch nur quasi ein Mann mit Brüsten. Vom Krankenhaus reifschlagen bis Vergewaltigung. Deswegen bin ich da auch vorsichtig und auch von meiner Familie werde ich gewarnt. Ich möchte darüber aber auch noch mal mit einer Transfrau selbst sprechen. Phoenix Kühnert ist Aktivistin und Influencerin und hat sich bei Instagram schon zur Super Straight Bewegung geäußert. Von ihr möchte ich jetzt erfahren, wie fühlt sich für sie diese Bewegung eigentlich an? Hallo, ich bin Tim. Hi. Nochmal hier die Corona-Nummer. Hallo, das ist Jakob. Hi. Wie gehst du denn mit deiner Identität um beim Daten? Sagst du das sofort, dass du trans bist? Steht das zum Beispiel in einem Tinder-Profil von dir? Ich gehe damit sehr offen um, dass ich trans bin im Dating-Kontext, eben um meine eigene Zeit nicht zu verschwenden und auch aus Sicherheitsgründen. Ich würde niemals mich mit einer Person treffen, wo ich nicht sicher weiß, dass diese Person sich dem bewusst ist, dass ich trans bin. Wenn wir jetzt auf dieses Thema Super Straight gucken, was sind da deine Gedanken zu? Ich verstehe nicht, warum es eine Bewegung braucht, die vor allem auch noch so in die rechte Ecke abrutscht, nur um mir abzusprechen, dass ich eine Frau bin. Ich habe mit Julina Mennen auch Kontakt gehabt, die ist YouTuberin und auch selber trans. Und die hat mir ein paar so Statements zugeschickt, ein paar Gedanken, die sie beim Thema Super Straight hat. Da würde ich dir ganz gerne was zu zeigen, weil ich finde, das passt super zu der Antwort.
Mir persönlich fällt es schwer, super straight als neue sexuelle Orientierung in der LGBTQ+-Family willkommen zu heißen. Bei jeder anderen sexuellen Orientierung entscheidet man sich bewusst dafür, wen man daten möchte. Bei super straight ist genau das Gegenteil der Fall, weil man sich nicht dafür entscheidet, wen man daten möchte, sondern das ganze Label ist, wen man halt eben nicht daten möchte. Ich finde, das gibt dem Ganzen einfach einen sehr negativen Beigeschmack. Und vor allem dieses super, das deutet so an, als wäre es etwas besonders Gutes. Also ich habe Zitate gelesen von Menschen, die super straight sind, dass sie die queeren Menschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben. Und da kann man so schön raushören, es ist für die ein Kampf. Ja, dass ich akzeptiert werde und toleriert werde und akzeptiert werde in dieser Gesellschaft, das ist auch ein Kampf. Aber nicht, also, weil ich so bin, wie ich bin und dann kämpfe ich dafür. Ich habe keine Waffen und denke mir irgendeinen Schlachtplan aus oder so. Diskriminiert werden ist kein Spaß. Diskriminiert werden ist nicht etwas, was man sich ausdenkt und irgendwie witzig, hihi, huhu. Nein. Du sagst ja auch, dass du die Super Straight-Bewegung halt vor allem irgendwie so als Internet-Treu-Bewegung bisher kennengelernt hast. Und mein Eindruck ist sowieso, dass ich erlaube mir auch voll oft zu urteilen über Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, wo ich noch gar nicht kennengelernt habe. Ich habe halt ganz viel das Gefühl, dass das bei der Super Straight-Bewegung auch so ist, dass halt der Kontakt zu Transpersonen einfach auch nicht da ist. Deswegen haben wir darüber ja schon gesprochen. Ich habe mich ein bisschen vorgewarnt. Wir treffen jetzt gemeinsam Armin wieder, den wir im Film ja schon getroffen haben, und sprechen nochmal darüber, wie ihr ja die Super Straight-Bewegung aus euren Perspektiven seht. Sollen wir da als nächstes hin? Ja? Unbedingt. Cool. Hi Armin, schön dich wiederzusehen. Das ist Phoenix. So. Fühlst du dich beleidigt, wenn jetzt jemand sagt, er würde keine Transfrau daten? Grundsätzlich gesehen, ich will ja auch nicht alle daten. Also. Aber das ist nach meinem Verständnis ja auch sozusagen nie der Punkt gewesen, dass es jetzt da um sozusagen die Einzelfall-Dating-Situation ging, sondern es geht ja immer auch um das Argument, vielleicht, das ist für mich keine richtige Frau. Weiß genau, deswegen ist ja die Bewegung an sich halt einfach wahnsinnig problematisch und ich würde auch das nicht so formulieren, dass ich mir als Transfrau auf den Schlips getreten fühle, sondern es ist eine ernstzunehmende Diskriminierung, vor allem, wenn es im Internet hochgepusht wird. Ich kann beide Seiten verstehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt nicht hierher laufen und auf dich zeigen und bla und das ist eigentlich ein Mann und kein. Ich habe noch nie im Internet oder sonst wo jemanden dafür fertig gemacht. Ich sage einfach nur, ich verstehe beide Seiten ein bisschen, weil für viele einfach dieser biologische Teil einfach extrem wichtig ist. Ja? Damit machst du ja gerade wieder deutlich, dass du mich nicht als Frau verstehst. Ich kann dich nicht hundertprozentig als Frau verstehen. Und dann bist du ja transphob. In dem Sinne, wie du es möchtest. Ich akzeptiere dich so. Also nur weil ich selber sage, ich bin nicht transphob, heißt das ja noch lange nicht, dass meine Taten nicht eventuell doch transphob sind. Was mich noch interessieren würde, ist, ob ihr sozusagen einen Gedanken habt, den ihr den anderen mit auf den Weg geben möchtet, in der Hoffnung, dass das irgendwie nachwirkt. Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich annehme, wo wir uns einig sind, dass am Ende des Tages leben und leben lassen. Lass doch die Leute einfach ihr Ding machen, solange sie niemanden verletzen oder whatsoever. Ja, was heißt auf den Weg geben? Aber ich glaube, man muss da immer so ein bisschen aufpassen mit Leuten, die einfach extrem denken. Ja, man hat das auf beiden Seiten. Gerade ich, jetzt wenn man mich sieht, denkt man, ah, hier Südländer und bestimmt so und bestimmt jenes. Ich habe nicht die Einstellung. Soll jeder machen, was er möchte. Ich kann einfach nur für mich und für die Leute, die ich kenne, sprechen, dass dieses Super-Straight-Thema die meisten gar nicht für voll genommen haben. Ich nehme das Armin auch ab. Er hat Super-Straight mehr als Joke verstanden und ist kein Transhasser. Nur distanziert er sich eben auch nicht komplett von einer Bewegung, in der Transfeindlichkeit akzeptiert wird. Ich habe mich am Anfang des Films gefragt, was steckt eigentlich hinter der Super-Straight-Bewegung? Und ich glaube, darauf gibt es nicht nur eine Antwort. Auf der einen Seite gibt es die, die ganz bewusst Hass verbreiten und deren Aussagen inakzeptabel sind. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, wo es ein bisschen an Wissen fehlt darüber, was es eigentlich heißt, trans zu sein und wie viel Diskriminierung damit auch verbunden ist. Und da frage ich mich, wie kann man diesen Menschen vielleicht etwas mehr Wissen mitgeben, damit sie verstehen, dass die Aussagen, die sie tätigen, vielleicht nicht transphob gemeint sind, aber bei ganz vielen Transfrauen dann eben doch sehr transphob ankommen. Habt ihr dazu Ideen, wie man besser über Transsein aufklären kann? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt schleunig Zeit. Dann verpasst ihr auch keins unserer neuen Videos, zum Beispiel über das Thema Transidentität. Dafür aber ganz wichtig, Glocke aktivieren. Und hier direkt eine Empfehlung. Nele ist D-Trans. Das heißt, Nele wurde als Nele geboren, wollte dann als Mann leben und heißt jetzt aber wieder Nele. Was war da los?
Ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Also das habe ich aufgenommen direkt nach der Operation. Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Nele hat meiner Kollegin Lisa in diesem Video hier alle Fragen zur Detransition beantwortet. Und in diesem Video hier beschäftigt sich der Kanal Die Frage auch damit, was es bedeutet, wenn man seine Geschlechtsangleichung bereut. Neues von mir kommt dann ganz bald.